Malte und Philipp sind gerade spazieren, als in einiger Entfernung es an zu regnen fängt. Malte macht sich Sorgen. Ich habe gehört, dass es heute noch gewittern soll. Ich habe Angst, dass wir es nicht rechtzeitig nach Hause schaffen. Philipp versucht ihn zu beruhigen. Die Gewitterwolken, die sind noch weit weg. Wenn es gleich blitzt, dann können wir ja berechnen, wie weit das Gewitter noch entfernt ist. Wie geht das denn? Dazu zählen wir einfach nach dem Blitz die Sekunden, bis wir den Donner hören. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Sekunden. Und was bringt uns die Zeit? Schall benötigt ungefähr für 340 Meter eine Sekunde. Licht dagegen ist so schnell, dass wir sagen können, dass wir den Blitz sofort sehen, ohne Zeitverzögerung. Wenn der Schall nun 5 Sekunden benötigt vom Ort des Blitzes bis zu uns, dann müssen wir nur 5 mal 340 rechnen und wir halten die Entfernung. In diesem Fall 1700 Meter. Aber klar, wir sollten uns natürlich trotzdem beeilen, um schnell nach Hause zu kommen.